Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. So, wir müssen uns jetzt um Aphras Quest kümmern. Denn die habe ich jetzt noch offen. Alle anderen Nebenmissionen kann ich gerade nicht durchführen. Und nach Aphra müssen wir halt gucken, ob wir noch irgendwelche Quests von unseren Begleitern haben. Reisen. So, aber wir finden das Zeichen von Daedre, die gesprochen hat. Das machen wir jetzt noch nicht. Denn das gehört für mich zu einer der Hauptgespräche mit Darin, dem Häuptling, über die Tirna Haar-Kadatschis. Was? Boah. Ja. Wir machen erstmal Aphras Sache. Wir machen jetzt erstmal Aphras-Sache. Möchte sonst irgendeiner von euch mit mir reden? Ach ja, übrigens, hier, Kurt. Ich habe nochmal nachgeguckt. Kurt, also es ist nicht, also es sind, alle Begleiter sind nicht auf Bisexualität ausgelegt in der Romanze, sondern Kurt ist auf jeden Fall nur weiblichen Charakteren zugetan. Also Kurt ist definitiv hetero. Aphra ist ebenso hetero und steht halt nur auf männliche Charaktere. Petrus ist keine Romanzoption. So, unser lieber Vasco steht auf beides. Er ist bisexuell, das heißt Männlein, Weiblein können sich freuen. Ja, und Siora ist auch bisexuell, halt auch Männlein, Weiblein hier. Obwohl ich, Siora war für mich eigentlich eine der ersten Romanzoptionen, die ich mir eigentlich ausgesucht hatte, aber ich finde, sie ist unserem Charakter zu ähnlich irgendwie. Das ist, ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt nicht, weil es so ist, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn ich mit meiner Schwester umherreise. Da dann eine Romanze drauf aufzubauen, finde ich so ein bisschen so, obwohl ich halt, ne, gerade so bisexuell-lesbische Beziehungen halt immer befürworte. Ja. Dann haben wir nur Vasco und momentan läuft das Rennen zwischen Vasco und zwischen Kurt. Bei Kurt finde ich das Alter halt recht interessant, dass die beiden vom Altersunterschied halt schon ein bisschen weiter auseinander sind. Und natürlich, ja, dass er sie halt trainiert hat, ihr Beschützer ist und so. Ich weiß nicht, das ist so halt dieses typische klassische Klischee. Vasco ist so, ja, ne? Netter Zeitvertreib. Ist hübsch anzusehen. Also ist jetzt so, das. Ja, ich weiß auch nicht. Och, Hallöchen. Wir müssen definitiv hier irgendwie runter. Ich weiß nicht wie. Das ist gerade mein Problem. Ich glaube da hinten. Frage die jungen Leute zur Höhle des Wissens. Das machen wir dann mal gleich. We are happy to see you again. You will always be welcomed as friends here. Thank you. I'm glad to see you too. But we came to ask you something. Of course. What do you want? When we participated in the Dunkus meditation, he spoke of a cave of knowledge you had to go to. And you want to see it? You still wish to learn how we become bound. It is a very sacred place. Only those who will become Donegada may enter there. That's right, Year One. But they saved my life. If someone finds out that we have helped the Renaigse to enter a sacred place, they will refuse to bind me. Dunkus will never do such a thing. What needs to be done will happen, no matter what. You're probably right. Look for the entrance in the Vedhadgenadu. Entering there will not be easy, but you will have to discover the rest by yourself, like true apprentices. Thank you, Morian. And fear not. No one will ever learn what you have entrusted us with. Okay, jetzt müssen wir eine Höhle finden. Ja. Jetzt, bringt... Oi, Teug!
Bin gerade am überlegen, ob es was bringt zu reisen, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir müssen hier ganz normal runter. Boah, ich muss gleich die Heizung hier ausmachen. Ich habe Heizung angemacht, bin ich laufe hier gerade ein, ey. Hier war ich schon. Ja, das ist ja jetzt sehr toll. Da nicht. Also hier lang. Wer steht denn da? Wir müssen hier hoch. Ach, das ist hier bei der Ruine. Sieh mal an. Ja, war gerade ein bisschen. Nee, das war jetzt nicht die Ruine. Ich meinte, ach, da bin ich ja auch nur durch die Minen hingekommen. Blödsinn daran jetzt zu denken gerade. Oh, ja. Hier war ein Schlachtfeld. Ob ich. War ich hier schon mal? Finde die Höhle des Wissens. Ja, ich war hier. Ach, ich komme ein bisschen durcheinander hier gerade mit den ganzen. Sachen. Kann ich hier die Quest abnehmen? Eine gestohlene Fracht. Ich kann jetzt nur eine neue annehmen. Aber gut, das ist ja kein Problem. Ich muss nach oben. Und da muss ich auf jeden Fall raus. So. Dann hätte ich doch reisen können, ich Idiotin, ey. So, wir müssen hier hin. Haben wir jeden dabei? Ciora ist gut mit Heilung. Afra müssen wir sowieso mitnehmen. Ja, mir bleibt jetzt gerade wirklich nichts anderes übrig. Aber ich könnte mal gucken, ob der gute Herr noch ein paar Tränke hat. Heiltrank. 8 Stück hat er, meine ich. Boah. Okay. Das ist auch ein großer Heiltrank. Haben wir ja nicht einen Kleintrank? Magietrank. Ist eigentlich viel wichtiger, finde ich. Finde ich viel wichtiger. Achso, ich kann meine Reise schon fortsetzen. Die Tore des Herzens. So, jetzt müssen wir hier. Müssen wir hier reingehen zum. Und da kann man gar nicht reingehen. Es sah so aus, als wenn man da hätte reingehen können. So, ich stick mal hier runter. Warum habe ich das Gefühl, dass wir gleich auf irgendeinem Wesen treffen werden? Oh mein Gott! Oh. Scheiße, ist das jetzt da oder nicht? Ah, ich muss speichern. Ich speichere das mal vorsichtshalber. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt da ist oder ob das jetzt da ist. Ah. Oh, das sind zwei von denen. Sind wir noch. Ich glaube, wir müssen gar nicht. Das ist mir noch ein bisschen zu gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Lager haben wir aufgeschlagen. Sehr schöne Sache. Dann gehe ich jetzt mal hier hoch. Hochala.
Da bin ich beinahe jetzt runtergefallen. Okay. Wer sind die denn? If this savage spoke the truth, we'll be rich soon. I don't like the thought. Hallo? Hey, what are you doing here? We could ask you the same question. Except we found this place first. The treasure is ours. So I suggest you disappear. Fast. Listen, we didn't mean to bother you. We were only exploring the area. But perhaps you could tell us exactly what you're doing here. Huh. You look like nobility. And we don't want any trouble. We also are, explorers. We discover secret places. That type of thing. Really? And you found one near here? Yeah. We managed to convince a savage to talk to us. And he told us there's a holy cave not far from here. The kind of place where the natives hide their treasures. But be careful, eh? It's ours. And how do you plan on entering this cave? Well, with enough explosives, we'll eventually get through those roots blocking the entrance. It's only a matter of time. I see. Very subtle. And the Islander didn't tell you anything about this? He didn't really have the time. And he didn't have a key on him. Just some bloody seeds. Anyway, now that you know what we're doing here, you better leave. Charisma, versuchen Sie davon zu überzeugen, zu gehen. Listen, I don't want to worry you, but you are taking a big risk by staying around here. When the Islander's clan notices his disappearance, they will come for him. You can imagine what will happen then. Yeah, you're not wrong. With the time it will take to craft enough explosives, we may end up with a whole tribe after us. Never mind, guys. We're leaving. Fast! So, dann wollen wir natürlich direkt mal gucken. Das war der Eingeborene. Samen der Pforte des Wissens. Mhm. Man sollte die Leute auch mal ordentlich durchsuchen, wenn man sie schon tötet. So, hier habe ich auch gerade irgendwo einen Eingang gesehen. Ab nach oben. So, können wir wahrscheinlich. At last, we made it here. How do we get in? Look around. There has to be a way. Ja, ich leg mal die Pforte in den Samen da drauf. This stone. There's a slot at the top. Probably to put something in. The natives' beliefs are based on exchanges. If we want this door to open, I imagine that we will have to make an offering. Now we have to find out what we should offer. Here is my offering to the Cave of Knowledge. There. Place the seed on the stone. Na, so einfach geht das. Ich wollte gerade sagen, wollen wir nicht eine Fackel anmachen? Ich habe schon genug Licht. Immer diese Glühwürmchen, die hier rumfliegen. Oh. Das was Leuchtendes. Ach, das ist wahrscheinlich ein Ausgang? Oder wie? Keine Ahnung. Wasser. Bäume. Steine. Hier geht's weiter. Ich fühle mich hier gerade wie auf dem Präsentierteller. Und ich hasse es, wenn man sich verläuft. Also, wenn man sich verlaufen kann. Oh, wir müssen nach unten. Wir sind auf so irgendwie so eine Art Erhöhung, auf so einem Balkon oder so. Mal also dann von da gekommen. Von hier.
nochmal eben hier rein und gucken, ob wir... Nee. Okay. Dann sind hier nur Steine. Dann gucken wir uns die mal an. It seems like this painting depicts some kind of ritual. Yes. The character at the center is pouring blood on a stone. And one of these giant creatures that the natives call Nardigs is present. The location looks like the stone circle where we met the two young natives. Mm-hmm. The character has changed. He now resembles an Onol Manawi. You're right. They even depict his bond to the forest. Someone's coming. Let's hide. What? If anyone finds us here, we're sure to lose the trust of the islanders. Jetzt kommt auch noch einer. Du kannst ja lieber richtig gucken. Ich muss hier erstmal rum und dann, ich glaube, muss beobachten. Esku halen, esku valg metagengu selerge mantadabem, avenundanum. Mach, es boglin daiga nidau, a jigi dames et hier komalei. Kair to, Morian, ages radai da radi dau em tairger began. Kau den nes greta komalei, nas oltargotu, vregdetet mad advat. Abut antadab me en ekekam, no adaholik. Was? Es wäre schön gewesen, wenn man vielleicht anstatt den Text dahin zu tippeln, dass man einem vielleicht übersetzt, was sie schreiben. Oder vielleicht Ciora jetzt mal irgendwie was gesagt hätte. Höhle. Nee, doch nicht. Hätte ja sein können. The paintings in the cave were magnificent and have taught us so much. It is obvious that they depict the bonding ritual and its consequences. It is by pouring their blood on the raised stones that the natives become metamorphs. I'm not really sure if I follow you. And yet it's clear to see. The islanders think that their ritual has magic consequences, but there must be some sort of contamination in their blood as they pour it. The only way to verify this theory is to attend a full ritual. We must attend Yewan's. How will we know when it takes place? Dunkus said it would take place after the young people visited the cave, and they will most likely need some preparation. We should go to the Holy Circle of Kurganau tomorrow. What do you say? Will you come with me? Ja, von mir aus. I hope that Dunkus will not be too angry after seeing us there. Let's take some time to rest, and then we'll go back to the place where we met them. Warte bis zum nächsten Tag, und es wird 23 Stunden mal 15 Minuten toll. Wir müssen einen ganzen Tag, wirklich einen ganzen verfickten Tag warten. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade verfickt gesagt habe. Aber es hat mich jetzt... Oh. Na gut. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Wir haben ja da direkt vor dem Stein... Habe ich mich jetzt vor dem Hirsch erschrocken. Vor dem Steinkreis haben wir doch direkt da ein Lagerfeuer, das wir nutzen können. Das war doch hier irgendwo, oder? Hier. Guck mal, schön. So, jetzt können wir schlafen. Wie lange muss ich jetzt warten? Jetzt muss ich wieder gucken hier. Nein, nicht mit den Konstantin auf der Suche nach. Quast. Ich brauche Nebenquests. Passt doch. So.
Super. So, 8 Minuten. Wo muss ich jetzt hin? Hier. Das ist der Ort. You again. Your curiosity is truly unquenchable. Forgive our intrusion, Dunkus. But I really want to attend Yewan's ritual. I have learned a lot thanks to you, but I still have so much left to understand. If you were one of ours, Afra, I would be flattered to have such an inquisitive and resolute apprentice. You can attend the ritual, but promise me that you will be discreet. No Renaixe ever had this honor before. We will do everything in our power to prove ourselves worthy of your trust, Dunkus. Leute, sollen wir mit den Clanmitgliedern sprechen? Oh, ja. How are you? You must be feeling impatient. Impatient, yes, and a little bit afraid as well. It's only natural to be afraid, Yerwan. It's a new life starting for you. But I will be by your side, now and forever. Times really must have changed for some Renaixe to attend our rituals. These are very different from the others. Their leader is an Onol Menawi, after all. I know I look like them, but I'm not one of them. You may not be bonded, but your parents must have been. You should be proud and happy about it. It is probably thanks to your bond that Dunkus has accepted your presence. Hmm. You look preoccupied. Our people have suffered many Loyan's attacks, often during rituals. In some villages, all the young Sinol Manawi were abducted. You seem different from the others, Zafra, but I can't help worrying. I have nothing to do with these attacks, Dunkus, I swear. I believe you. Otherwise, you would not be here with us. But I hope that your brothers will not be there in the shadows, ready to pounce on our children. Nimm meine Position. Ach so, ich kann da, muss ich stehen. Wir dürfen ja nur zugucken. Haben die sich gerade geküsst? Wie süß. Aruich Neistiri, Adesta Marar Mam. Meneda, 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 Meneda. You are an Onol Menawi now, Yewan. And soon you will heal the earth by our sides, like a real Donegad. Thank you, Dunkus. I feel so proud. I am so happy that we can be Voglindaiga together at last. What about you, Afra? Did you find the answers you were looking for? It's strange. I didn't exactly understand what happened, but I am moved. Some events must be understood with the heart, not the head. It seems like you are right, Dunkus.
We are under attack. Was? Oh, was denn jetzt los? The lions want to take our children. I won't let them take you, Maria. They won't touch you. Desada, you have to protect them. You can count on me. You've no magic yet. Drink a potion. Ja, ist der Rechnestiri. Ich werde hier angegriffen, Leute. I'm wounded. I need help. Be careful. You're growing tired. You should drink a potion. Okay, ja, ich muss. Ja, seid da doch mal ruhig jetzt hier. I'm wounded. I need help. Heal yourself, quick. Nein! Fuck. Oh, ich habe die ganze Zeit drauf gedrückt, dass sie diesen Trank trinkt. Ach nein, jetzt im Ernst. Ernsthaft jetzt. Oh. How are you? Impatient. Das kennen wir ja. You look. You are an unknown. Thank you. Boy, what about? It's strange. It seems. So. Grab the young metamorph. The others don't matter. The lions want to take our children. I won't let them take you, Maria. They won't touch you. Desade, we have to protect them. You can count on me. You've no magic left. Drink a potion. Be careful! You're growing tired. You should drink a potion. Ja, ich mach doch schon hier. You've no magic left. Drink a potion. So, wir haben es geschafft. Your curiosity, Afra, has saved lives. If it weren't for you, people from my village would have been abducted or killed. I am infinitely grateful, especially considering that fighting against your brothers could not have been easy. Indeed. These people were brutes. They had it coming. However, you don't know how right you are, Dunkus. I recognize some of these men. Really? Did they belong to the governor's court? No. They worked for my former master, Dr. Asili. I was his student for a long time before I realized that this man's methods were questionable. He was so obsessed with his goals that he became cruel. But I can't believe he'd go as far as abducting people for his experiments. You think that the Onol Manawi are used for experiments? Now that I have seen these soldiers, I am certain of it. And I am afraid they may suffer atrocious treatment under the guise of scientific progress. I am so ashamed. Come now, shame serves no purpose. And you are proof that the lions are not all the same. Thank you, Dunkus. And thank you, Desade. You opened my eyes. Gut. Ich muss mich jetzt aber auch sowieso verabschieden. Das hat ja jetzt richtig gut gepasst. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.